Hallo und willkommen zurück bei Mass Effect. Im letzten Teil haben wir die wissenschaftliche Basis erkundschaftet, was los war, und jetzt wollen wir mal sehen, was hier so los ist in den ganzen Nebenquests. Wir werden es jetzt von Cluster zu Cluster, glaube ich, mal abarbeiten. Und ja, mal gucken, wie viel wir so schaffen. Bin mal gespannt. Ja, ja. Überlegen. Caspian. Also, ich war noch nie in Caspian, oder? Gucken wir mal, was ein Caspian ist. Dumm, di dumm, di dumm. Ich wäre überlegen, haben wir hier schon? Nein, hier waren wir offenbar noch nicht. Okay, wenn wir offenbar hier noch nicht waren, dann wird es mal Zeit. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Antwort geben. Wir nehmen die Miete, Tali, Zora und Yao Tsoi. Noch vorher upgraden und ein Liebchen. Ja, können wir. Das ist mir sehr lieb, dass du das hier kannst. Okay, schon voll. Sie ist voll. So. Bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Offenbar war ich in diesem Sternsystem noch nicht. Oh. Ich muss gerade überlegen. Boah. Im Schiff findet es wahrscheinlich. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass wir Überlebende finden. Oh. Ja, bis ist das Schiff, was ich dachte. Boah. Oh, ich hasse dieses Schiff. Das ist das Labyrinth-Schiff. Und ich mag keine Labyrinthe. Das ist das Schiff, was immer am... Ich mag dieses Schiff nicht. Es ist erstens sehr labyrinthmäßig aufgebaut. Einziger Irrgarten hier. Scheiß Labyrinth ist. Gott.
Laut des Logbuchs war das Schiff draußen beim Perseusnebel. Offenbar haben sie eine Art Alien-Artefakt gefunden. Sie haben es an Bord geholt und dann? Das ist seltsam, Shepard. Sie haben einen Kurs eingegeben, der direkt in den Perseusnebel führte. Als wollten sie von den Gate gefunden werden. Was steht da denn noch? Die Einträge danach ergeben nicht mehr viel Sinn. Es ist, als wäre der Captain langsam verrückt geworden. Hier steht nichts darüber, wie sie wieder ins Gebiet der Menschen kamen. Die Gate haben sie in Husks verwandelt und das Schiff dagelassen, wo man es findet. Als Warnung an andere Organische, dass sie nicht in den Nebel fliegen. Okay. Das ist sehr interessant. Oh, ich mag diesen Transporter nicht, der ist einfach zu gruselig. Gruselig, er ist auch alleine, er ist verlassen. Und dann wenn wir nur noch Husks da drin. Wollen wir lieber schnell wie möglich von Bord. Schnell von Bord, ja, verlassen. Hier bleibe ich keinesfalls länger. Mal, was mich noch so erwartet an Nebenquests. So. Maronsee machen wir jetzt. Gab es noch irgendwas in Hawking Ether zu erreichen? Ich guck mich mal um. Jawohl. Schon mal. Styx Theta. Wollen wir mal nach Erebus fliegen. Vielleicht will ich da was. Ui. Wir empfangen ein Notsignal, Commander. Ich stelle es durch. Mayday! 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 Hier spricht Lieutenant Marie Durand. 3.14. Infanterie, 10. Frontdivision der Allianz. Der Horchposten wurde von unidentifizierten feindlichen Lebensformen überrannt. Er bitte sofortige Evakuierung. Ah, okay. An die Mission erinnere ich mich. Na, dann wollen wir mal landen. Wir nehmen Kaidan und Wax mit. So, da ist der Horchposten. Da müssen wir auch hin. Ja. Der Planet sieht schon ein bisschen verraucht aus. Ah, ja, komm schon, Mako. Manchmal macht er mir echt Schwierigkeiten. Ah, komm schon. Ah, da ist er auch kosten. Boing.
betrachten ihn. Schaltet sie aus! Geladen. Schaltet sie ich aus! Ich bin dran! Schaltet sie aus! Was so? Den Jachen. Entsichert ich und mach geladen. Dich fertig. Ich bin dran. Still. Los, los, los. Schalte sie aus. Ich bin dran. So. Wo ist sie? Wo ist die nette Tante? Da haben wir sie auch. First Lieutenant Durand, Sir. Dritte Brigade, 14. Infanterieregiment. Und ich bin heilfroh, Sie zu sehen. Wir hörten, dass Sie Verstärkung brauchen können. Eigentlich würden wir viel lieber von hier verschwinden. Aber Ihr Schiff ist wohl nicht groß genug für uns alle. Sie haben uns vor einigen Monaten hier abgesetzt. Wir bekommen alle paar Wochen Vorräte. Bisher hat sich kein Bewohner sehen lassen, der gefährlicher als eine Flechte war. Gestern kamen diese Tiere plötzlich aus dem Boden. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Das ist alles, was von 90 Männern noch übrig ist. 90 Männer. Und ich bin der ranghöchste Offizier. Wir haben ein Schiff im Orbit und könnten sie bombardieren. Das würde nichts bringen, da sie sich tief unter dem Boden bewegen. Sie kommen nur an die Oberfläche, wenn sie direkt unter uns sind. Wenn sie sie bombardieren, schalten sie uns auch aus. Warum sind sie überhaupt hier? Es hat in diesem Cluster viele Piratenaktivitäten gegeben. Wir haben eine Reihe Horchposten im hiesigen System platziert, falls sie irgendwo eine Basis haben. Das sind keine Tiere, das ist eine empfindsame Spezies. Sind sie geschichtlich bewandert? Man nennt sie Rachni. Nie von denen gehört. Ist mir auch egal. Das, wogegen wir eben gekämpft haben, war nur ein Test. Unsere seismischen Sensoren empfangen noch viele mehr, die auf dem Weg zur Oberfläche sind. Wir haben noch maximal 5 Minuten. In Bestform hätten wir sie vielleicht aufhalten können. Aber Sie sehen ja, wie es hier nach all den Kämpfen aussieht. Tun Sie, was Sie können, um die Position zu sichern. Wir werden versuchen, einige Verteidigungsanlagen instand zu setzen. Zu Befehl, Commander. Sie haben den Mann gehört. Schnappt euch so viele Magazine und Granaten wie möglich. Geht pissen und trinkt was, solange ihr könnt. Und wenn jemand rauchen will, dann soll er das jetzt tun. Oh Gott. Los, los, los! Los, los, los! Ich mache ihn fertig! Oh Gott, ich mag diese Synchronsprecher überhaupt nicht. Die immer das Gleiche von sich geben. Sichert und geladen. Und fertig. Na. Entsichert und geladen. Ich muss ja gar nichts mehr machen. Ich bin dran. Sichert und geladen. Ich bin dran. Obwohl wir die Rachni-Königin haben laufen lassen, scheint das eine andere Gattung der Rachni zu sein. Entsichert und geladen. Vielleicht ist auch noch ein anderer Clan der Rachni. Eine andere Familie. Entsichert und geladen. Das kann ich mir nicht erklären. Also, dann los. Warte auf Befehle. Jawohl, Sir. Super.
Dum, dum, dum. Ich würde vorschlagen, dass wir von hier verschwinden. Ich würde vorschlagen, nö. Ich mache es. Ich wünschte, sie wären eine Panzerbrigade. Nichts für ungut. Ja, ist ja gut. Na komm, wo ist der nächste Schwarm? Ich bin dran! Da. Schneller schießen, als du laufen kannst. Die ganze Zeit nur daneben. Ah, Mann, oh. Lass mir auch noch ein paar übrig hier. Hallo? Heilige Scheiße, Sir. Das war eine enge Kiste. Ist alles in Ordnung? Kümmern Sie sich nicht um mich. Ist bei Ihnen alles okay? Ich bin noch auf den Beinen. Aber wir kämpfen jetzt seit 26 Stunden. Keiner von uns hält noch lange durch. Da wäre noch eine Sache, die Sie wissen sollten. Einer unserer Horchposten ist seit 3 Tagen nicht mehr erreichbar. Ich weiß nicht, ob es bloß Zufall, ein Piratenüberfall oder sonst was ist. Aber wenn Sie sich darum kümmern wollen... Wir kümmern uns darum. Ich weiß nicht, warum die Rachni hier ihr Unwesen treiben, aber ich werde es herausfinden. Ma'am, wir erhalten ein Signal von einer der Drohnen, die den Boden scannen. Da ist ein großer Hohlraum, etwa 500 Meter unter der Oberfläche. Gut, das muss es sein. Von dort muss es ausgehen. Aber meine Leute können in diesem Zustand keine Säuberungsoperation auf die Beine stellen. Sagen Sie uns einfach, wo wir lang müssen. Das müssen Sie nicht tun, Commander. Wir haben sie ausgeblutet und halten bestimmt noch eine Weile aus, bis uns ein größeres Schiff von ihr abholt. Wenn Sie es versuchen wollen, gebe ich Ihnen die Koordinaten. Aber es ist Ihre Entscheidung. Sie haben unseren Arsch gerettet, Commander. Danke. Für die Koordinaten. Danke. Dahin müssen wir. Dum, dum. Mal den Mako wieder davon trennen. Mako. So. Damit wir auch da hinkommen. Dum, 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 dum. Da wollen wir es mal hin. Dumm.
Ah, ich sehe sie schon, beziehungsweise ein Licht davon. Ja. Da ist sie ja. Ui. Ah, komm schon. So. Kann aussteigen. Und rein da. Wir sind in der Mine drinne und im nächsten Part geht's weiter, wenn wir hier uns voranschreiten und gucken, was die Rachni im Schild führen. Bis dahin, bis gleich.